Hey, kurze Erinnerung, bevor die Folge anfängt. Das ist jetzt wieder eine etwas aufgenommene Folge. Ist aber die letzte, also bitte, wenn es ein bisschen komisch erscheint, weil schon ein großer Zeitsprung drin ist, bitte ich um Entschuldigung, aber geht halt gerade irgendwie nicht anders. Oder ich könnte halt Content nicht wirklich zeigen und das möchte ich jetzt weniger. Also, viel Spaß mit der Folge. Hallo, mein Name ist Dosh und willkommen zurück zu einer weiteren Runde All The Mods 7 to the Sky. In der letzten Folge haben wir mit Ars Novus angefangen, haben unser erstes Source generiert, beziehungsweise auch schon sehr, sehr viel Source, finde ich, keine Ahnung. Haben Picklitch automatisiert mit Hilfe dieser Drymies und haben dementsprechend auch hier diesen Altar aufgebaut. Ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Ich bin ein totaler Noob in Ars Novus. Heute möchte ich generell ein paar weitere Sachen an, beziehungsweise Automatisierungen angehen, was den All The Mods da betrifft. Bloß, wir haben so ein paar kleine Themen, die wir besprechen müssen. Und zwar, wir haben mittlerweile einen relativ guten Ressourcenstand, das ist auf jeden Fall klar. Aber, damit wir wirklich auch alles machen können, was der All The Mods da betrifft, müssen wir auch gucken, dass wir einzelne andere Gegenstände anders automatisieren, sage ich mal. Deswegen habe ich mir jetzt heute schon mal drei Sachen rausgesucht. Einmal für den Dimensional Seed, das Improbable Device und der Nexium Emitter. So, was ist bei denen jetzt das Problem? Fangen wir mit dem Dimensional Seed an. Der braucht Endstone mal 4, Netherrack mal 4, Soul Sand mal 4, Emerald mal 4, K mal 4 und Blackstone mal 4. Plus Obsidian mal 4 und 2 mal Red Sand mal 4. Wo ist jetzt das Thema? Im Grunde genommen, die Sachen hier oben, nicht wirklich. Clay könnte man jetzt noch behaupten, aber Clay kriegt man auch relativ gut automatisiert mit Mystical Agriculture. Ich glaube, wenn wir das einmal aufbauen, dann ist das relativ schnell erledigt. Aber das große Problem ist gerade Red Sand mal 4. Warum? Wenn wir uns das Rezept für Red Sand anschauen. Wir haben gerade keine wirkliche Quelle für Red Sand. Wir könnten Terracotta machen und das über diese Glyph of Crush machen. Nein. Wir könnten mit Botania das gleiche machen. Nein. Wir könnten das über Granit machen. Wäre eine Option, aber nein. Wir könnten einen Sludge Refiner aufbauen. Das würde ewig dauern. Wir könnten Bienen arbeiten. Das würde auch ewig dauern. Beziehungsweise wir bräuchten dafür, glaube ich, auch erstmal Red Sand. Ja, es sind keine wirklichen Optionen da. Doch, eine Option gibt es. Die habt ihr vielleicht schon gesehen. Über Fire Essence und Dirt Essence. Die sind nicht wirklich herzustellen. Dirt Seeds sind einfach nur quasi Dirt und Inferium Essence haben wir schon. Und Fire Essence sind quasi Inferium Essence und diese Fire Agglomeration, das ist eigentlich nichts anderes als ein Clay, ein Dirt, ein Gravel und ein Lava-Eimer. So, das ist die erste Sache, die wir heute aufbauen werden. Die zweite Sache, beim Improbable Probability Device, wow, ich hab's ausgesprochen, brauchen wir ein Ultimate Solar Panel. Für dieses Ultimate Solar Panel brauchen wir 8 Advanced Solar Panel. Dafür brauchen wir 8 Resonant. Dafür brauchen wir 8 Signalum. Dafür brauchen wir 8 Redstone. Dafür brauchen wir 8 Hand. Und dafür brauchen wir 8 Letstone Solar Panels. Wenn ich das gerade richtig im Kopf habe, brauchen wir dafür 256.000 von diesen hier. Ja. Man merkt schon, in welche Richtung das geht. Ich habe dafür ein Rezept aufgebaut im ME. Die Ressourcen hätten wir vielleicht, aber ich glaube, das würde ewig dauern und wir müssen 13 Stück davon herstellen. Deswegen habe ich mir überlegt, wir schauen uns mal das Rezept an. Redstone können wir über Seeds machen und hat EMC. Glas hat EMC, beziehungsweise Sand hat EMC. Lapis hat EMC. Eisen hat EMC. Lead. Ja, nicht dieses LED. Auf jeden Fall, LED hat auch EMC da. Stahl hat kein EMC. Aber wenn wir uns jetzt einmal kurz anschauen, Kohle wiederum hat EMC. Ich glaube, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Wir schauen uns heute an, dass wir quasi Solar Panels komplett über EMC machen. Was ist EMC? EMC ist ein, ich sag mal, eine Ressource von dem Mod Project E, wo wir in diesen Energy-Kondensern quasi Items mit diesem EMC-Wert reinschmeißen können. Die verpuffen und geben uns diesen Wert ab. Und wir können daraus andere Gegenstände, die EMC besitzen, herstellen. So, dafür brauchen wir aber erstmal irgendwas, was EMC verwendet, ne?
Mein erster Gedanke war, wir könnten Netherite nehmen. Netherite hat einen EMC-Wert von 8192. Früher war Nether zwar eigentlich eine sehr, sehr gute Option, aber ist hier leider nicht möglich. Aber, hier ist das ganz große Aber. Wenn wir uns den Nexium in Mitte anschauen, wir brauchen einen fünffach kompressten Netherite-Block. Heißt, wir bräuchten eigentlich auch irgendwas, womit wir Netherite herstellen und nicht Netherite verschwenden wollen. Weil, ich habe das Rezept für den Netherite mal 5, habe ich hier eingespeichert. Wo habe ich es? Hier. Aber wenn wir jetzt einmal auf Next klicken, 531.000 brauchen wir. Wenn wir jetzt einmal die 13 machen, wir haben noch zu wenig. Uns fehlen noch 2,8 Millionen Netherite. Ja. Wohlgemerkt, ganz kurz, diese 4 Millionen, die verfügbar sind, die sind schon nach der Automatisierung. Und ich habe immer noch zu wenig. Es gibt aber noch eine andere Ressource. Man könnte jetzt argumentieren, macht ihr doch Netherite über Seeds? Kann man machen. Wir würden dann quasi über die Phytogenic Installator immer eine Essenz kriegen und daraus kriegen wir dann einen Barren. Ist jetzt nicht das beste Verhältnis. Wenn jetzt einer fragen sollte, warum ich nicht die Garden Cloche nehme mit Netherite Essenzen, wo ich zwei rauskriege, also quasi das Ganze verdoppelt. Ich habe es erstmal aufgebaut mit den Garden Cloches, aber in der Zeit, wo die Garden Cloche einmal durchgelaufen ist, ist der Phytogenic Insulator mit kompletten Upgrades bestimmt schon 12 oder 13 Mal durchgelaufen. Also das ist es nicht wert. Dann nehme ich lieber das System hier. Also, 8 Essenzen für einen Barren, also 8 Essenzen, 8192 EMC. Klingt jetzt erstmal nicht verkehrt. Ich habe aber noch was Besseres gefunden. Ich war kurz am überlegen, wie es geschrieben wird. Amethyst-Charts. Die geben aber jetzt nur 4096. Warum will ich jetzt darauf gehen? Wir können mit 8 Essenzen 20 herstellen. Also quasi das Zehnfache von einem Netherite Ingot. Wir würden bei den 20 81.920 EMC rauskriegen. Was schon verdammt viel ist. Zusätzlich könnten wir jetzt noch weiter Basalt sieben, aber ich glaube, die Menge, die da rauskommt, ist es jetzt nicht wirklich wert. Wir machen das erstmal beim Amethyst-Charts. So, der Aufbau steht natürlich auch schon. Ich bringe euch einmal ganz kurz hier rein. Und zwar, um das Ganze einmal zu erklären. Wir haben hier unsere Phytogenic Insulator. Alle haben ein Amethyst-Seed drin, plus einmal komplette Upgrades mit Resonant Integral Components und Flux Linkage Amplifier. Schneller geht es erstmal gerade nicht. Aua, das war laut. Und quasi, wenn wir jetzt einmal hier reinschauen, es ist schon so ein guter Wert, der reingeflogen kommt. Das teilt sich jetzt hier auf diese Energy Condenser Mark II auf. Was sind das? Das sind quasi die Blöcke, die, wenn wir quasi Items hier reinschmeißen, alles umwandeln. Wir wandeln jetzt gerade diese Items in Sand um. Hier wird Kohle hergestellt. Hier Eisen. Hier LED. Hier Lapis. Und hier Redstone. Das ist quasi schon alles, was wir für Solar Panel brauchen. Denn hier unten wird jetzt erstmal alles gelagert. Und wie man schon sieht, 2,1 Millionen. LED ist gerade wenig. 18,9 Eisen, 2,1 Millionen Redstone, 2,1 Millionen Lapis, 2,1 Millionen Glas, beziehungsweise Sand und Glas und 65.500 Stahl. Im Grunde genommen wird jetzt hier die Kohle einfach nur in diese Ultimate Enriching Chamber rübergeschoben, wo wir quasi dauerhaft den Rich Carbon machen und dann aufgeteilt auf diese vier Infusion Factories. Also, ja, das ist, ich weiß, Leftfield, ja. Im Grunde wird dann hier Eisen noch eingezogen, in den Rich Iron verarbeitet, in Steel das verarbeitet und geht dann in diesen Unobtainium Furnace, der dann quasi alles hier reinschiebt. Das ist quasi das ganze grobe Setup. Dann werden die Items von hier drüben auf diese drei Crafter aufgebaut. Diese beiden Crafter sind gleich. Denn hier werden die Photovoltaic Cells gecraftet. Wie man sieht, fliegen die schon sehr, sehr gut durch. Im Grunde genommen ist es eigentlich auch nichts anderes als, wie man schon oben sieht, Iron Nuggets, Lapis Shards und Glasscheiben. Das geht wirklich super gut von der Hand. Und wenn wir jetzt hier einmal reinschauen, werden hier aus den Photovoltaic Cells LED, Stahl, Stahl Nuggets, Eisen und Redstone das fertige Solar Panel gecraftet. Gerade scheitert das wirklich nur noch ein bisschen am LED, da muss ich mal gucken, ob ich da irgendwie noch ein bisschen mehr Fokus drauf kriege. Aber im Grunde genommen, wenn einmal LED reinkommt, dann seht ihr, da kommt einmal so ein Schwung von 26 rein.
das ist der gesamte Aufbau, den wir hier brauchen, um Solar Panels zu generieren. Falls man sich jetzt auch gerade eben gefragt hat, warum ich jetzt mittlerweile 781 Level habe, naja, man hat es gerade gesehen, da war ein schöner Sprung. Diese Furnaces laufen quasi gerade im Dauerlauf, weil ich die Erzanlage wieder aufgrund der momentanen Lage angeschmissen habe. Hier läuft quasi gerade alles so an das kleinen Mist, so Raw Ores teilweise auch durch. Und immer wieder spucken die dann Erfahrungen aus. Und naja, ich bin bei Level 800. Und ich weiß nicht, was ich damit machen soll. So, die Solar Panels liefen jetzt eine sehr, sehr lange Zeit. Ich glaube, circa 5 Tage? 4 Tage? 4 oder 5 Tage. Und wir haben mittlerweile 9,3 Millionen. Dann schauen wir doch einfach mal, ob wir die 13 Solar Panels machen können. Das dauert jetzt einen Moment. Und wie wir sehen, könnten wir es machen, wenn der Crafting-CPU groß genug ist. Wir brauchen 3,4 Millionen für alle 13 Stück und wir haben 9,3 Millionen. Ich habe jetzt offscreen auch nochmal dieses Teil hier aufgebaut. Das sind jetzt, ich glaube, 10256k und 10... Ne, 20 sogar. 2020 habe ich gemacht. Das hat eine Speichergröße von... Moment... 5 Millionen. Ich würde einfach mal sagen, wir splitten das einfach mal so ein bisschen auf. Und machen jetzt einfach mal 5 Stück. Die ich zeige schon gleich, Finn, wie die laufen. Bis gleich. Oder ich sage euch das nicht. Ich habe das ein bisschen unterschätzt wohl. Das dauert jetzt circa eine Stunde. Ja, gut. Aber ich finde es mal sehr gut, dass wir dann quasi die Ultimate Solar Panels jetzt quasi jetzt schon fertig haben, weil dann können wir alles, was da übrig bleibt, in Überschuss setzen und einfach sagen, schließt man unsere Stromversorgung an. Weil ein Ultimate Solar Panel bringt uns 262.000 FE pro Tick. Und wenn wir jetzt unsere Reaktoren mal anschauen, ...225 KFE pro Tick. Im Dauerlauf. Und verbraucht Ressourcen. Klingt jetzt erstmal nicht verkehrt, wenn ein einzelner Block genauso viel bringt wie... ...beziehungsweise mehr schon als so ein Teil. Kann man mal machen. Und besonders, kann ich auch schon sagen, wir werden in einer der nächsten Folgen mehr Energie brauchen. So. Ich habe dann noch einen weiteren Raum aufgesetzt, eine weitere Compact-Maschine. Und zwar dieses formschöne Teil hier. Was geschieht hier? Hier haben wir quasi zwei solche Reihen aufgebaut. Von die insgesamt, ich glaube, 32 Phytogenen-Insulatoren hier und da. Hier laufen MF50s durch. Was wird hier produziert? Netherite. Wir brauchen Unmengen von Netherite. Und ich kann sagen, das ist noch zu langsam. Ich glaube, das werde ich mal verdoppeln müssen. Hier habe ich zwei Sachen aufgebaut gehabt. Eine Sache ist schon fertig. Einmal habe ich hier Uran jetzt gerade drin, da läuft jetzt gerade Uran noch durch. Und ich hatte Red Sand hier produziert gehabt. Aber Red Sand haben wir mittlerweile 165 von den Viererblöcken. Das sollte reichen. Warum brauchen wir jetzt noch Uran? Auch wieder für den All the Monster. Denn wir brauchen für das Item Philosopher's Fuel brauchen wir einen fünffachen Uranienblock. Und ich glaube nicht, dass wir da schon genug haben. Wobei 8,2 Millionen, das könnte reichen. Schauen wir doch einfach mal. Uranienblock mal 5. Das wird jetzt wahrscheinlich wieder einen Moment dauern. Oh, doch nicht. Das reicht. Wir haben schon genug. Es wird ja langsam immer besser, bin ich ehrlich. Also im Grunde genommen würde ich einfach nur gucken, dass wir diese ganzen Items in der Mitte hier quasi schon fertig haben. Dass wir dann nur noch das alles zusammensetzen müssen. Beziehungsweise, dass das ME-System einfach sagt, alles klar, ich baue dir das zusammen. Ja, auch dieses Item werde ich automatisch craften lassen. Wie? Seid gespannt. Aber gut, Uran will ich trotzdem weiterlaufen lassen, denn in einer der nächsten Folgen werden wir den Fission Reactor von Mechanism aufbauen müssen, denn wir brauchen noch Antimatter. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo es gerade... War es hier sogar schon gerade? Nein, nicht hier. Nein. Aber ist ja auch egal. Wobei, war es hier? Ja, genau diese Teile, da brauchen wir Antimatter für. Und dafür brauchen wir dann... einen Supercritical Phase Shifter, wir brauchen Polonium, wir brauchen Nuklear. Es ist viel, was wir brauchen. Es ist sehr, sehr viel.
Gut, aber heute habe ich noch was anderes vor mit euch. Und zwar schauen wir uns einfach nochmal das Rezept an für das für den nächsten Mittag. Da brauchen wir ein EV Solar Panel von FTB Industrial Contraptions. Ich habe mit diesem Mod noch nie gearbeitet, jetzt schon, aber vorher noch nie. Und irgendwie müssen wir gucken, dass wir diese Zeit zusammengebaut kriegen. Hier brauchen wir Antimatter, wir brauchen generell ein paar Automatisierungen von dem Mod. Wir fangen jetzt einfach mal an. Wenn wir uns den Mod einmal anschauen, FTB Industrial, wird einem vielleicht schon auffallen, es ist nichts anderes als Industrial Craft 2. Ich glaube, der Mod wird leider nicht mehr weitergeführt, habe ich zumindest so ein Gefühl, was ich schade finde, war einer meiner Lieblingsmods. Aber PCBs hat er so ein bisschen aufgefangen und jetzt angefangen weiterzumachen. Und zwar müssen wir generell so ein paar Maschinen aufbauen. Wir werden Kabel brauchen. Rubber können wir ganz einfach herstellen, das ist nichts anderes als ein Slimeball. Davon haben wir mittlerweile genug. Wir werden erstmal Energie generieren müssen über einen stinknormalen Basic Generator. Da verbrennen wir quasi Kohle rein, Ende. Dafür brauchen wir aber dieses Industrial Grade Metal. Davon müssen wir eigentlich was herstellen. Das ist eigentlich relativ einfach. Wir brauchen ein Eisen in so einem Industrial Grade Metal. Was ich aber nicht verstehe. Wo ist es? Ich habe 252.000 davon. Ich habe absolut keine Ahnung, woher. Ich schätze mal, irgendwie ist da bei der Erzverarbeitung irgendwann mal so ein bisschen was doppelt durchgehuscht oder sowas. Ich habe absolut keine Ahnung, aber ich habe das auf jeden Fall. Und ich habe es ganz ehrlich gesagt, ich habe 22 Millionen Eisen. Also das ist jetzt nicht schwierig herzustellen, auch nicht diese Mengen. Ich glaube, ich könnte sogar das innerhalb von einer Stunde vielleicht komplett in einem Unobtainium Furnace verarbeiten. Deswegen habe ich einfach gesagt, ich lasse es da drauf gehauen, Ende. So, was brauchen wir denn jetzt für die Solar Panels? Fangen wir mit dem ersten an. Wir brauchen Coal Dust, wir brauchen Electronic Circuits, die sind relativ leicht herzustellen, Kabel, Redstone und ein Industrial Grade Metal. Wir brauchen einen Basic Generator, hat man schon gesehen, schwierigste wird die LV-Batterie, glaube ich, LV-Kabel, Redstone, Zinn, auch nicht wirklich schwierig. Dieses Setup ist nicht schwierig, da braucht man gefühlt gar nichts für. Beziehungsweise nerviger wird es mit dem nächsten Rezept. Da brauchen wir Advanced Alloy. Was ist Advanced Alloy? Advanced Alloy ist Mixed Metal Blend, das ist quasi Lead Dust, Konstantan, Aluminium oder Eisen, Kolektrum. Ich gehe mit diesem Rezept hier. Das ist Eisen, Bronze und Zinn, beziehungsweise Aluminium. Sollten wir auf jeden Fall alles haben. Ich habe jetzt keinen Bock, dafür noch Elektrum oder sowas zu automatisieren. Dann brauchen wir ein Advanced Circuit. Der geht auch vollkommen in Ordnung. Silicon, Redstone, Glowstone, haben wir alles. Wir brauchen zwar 6 von denen noch und wir brauchen einen Energy Crystal. Der ist aber auch super einfach. Ich glaube, Diamanten haben wir mittlerweile auch genug. Dann geht's zum HV Solar Panel. Und hier wird es wirklich eklig. Wir brauchen Graphene. Dafür brauchen wir Compressed Coal Balls. Das sind Coal Balls mit Kohle oder Charcoal oder Kohlkork um einen Flint herum. Aber wir brauchen einen Kompressor. Das heißt, wir brauchen so einen Maschinenblock. Dafür brauchen wir eine Fuse mit Industrial Grade Metal, Glas. Ja, im Grunde genommen sind die wichtigsten Maschinen, die wir hier eigentlich brauchen. Den Messerator habe ich aufgebaut. Der Kompressor. Die Canning-Maschine habe ich eigentlich auch schon aufgebaut, aber noch nicht verwendet. Den Roader brauchen wir für Platten. Und einen Extruder für Rods. Im Grunde genommen steht das alles auch schon. Denn ich habe hier drüben schon alles einmal aufgebaut. Wir haben hier einen Extruder mit kompletten Overclocker-Upgrades und 4 Transformer-Upgrades. Ich bin mir sogar ehrlich gesagt nicht sicher, ob man die Transformer überhaupt braucht, aber ich habe einfach mal eingehauen, bevor da was hochgeht. Dann den Messerator ähnlich aufgebaut, Kompressor und Roller. Die ganzen Sachen haben gereicht, dass wir die Antimeter-Constructor verwenden. Das ist quasi so das neue Yuyometer-Produzierungsgerät. Hier brauchen wir eine Netherstar, Advanced Maschinenblöcke. Da brauchen wir diese Copper Coils, wofür wir diese Iron Rod und gebraucht haben. Im Grunde genommen ist es aber nicht schwierig aufzubauen. Das Schwierigste irgendwo war diese Iridium Circuit, denn Iridium habe ich bisher nur im Twilight Forest gefunden und das mit der Quarry abgebaut, mit dem Builder. Und ganz ehrlich gesagt, das hat so eigentlich auch schon vollkommen gereicht. Wie man jetzt hier sieht, wird hier mit Scrap, braucht man noch nicht mal, und Energie mit diesen Zaps Antimatter produziert. Und mittlerweile sieht das hier oben schon so aus, dass dann alles diese EV Solar Panels, die sind nicht wirklich schwierig herzustellen. Ich meine, ich kann jetzt einmal Antimatter rausnehmen, wenn man sieht, wie schnell das jetzt durchschlägt.
Ja. Ich habe auch mittlerweile schon genug Antimatter produziert. Ich bin jetzt bei 79.000. Ich weiß nicht, was ich damit will. Oh, oh. Die habe ich schon ein paar Mal gesehen, aber noch nie verwendet. Wollte ich mal gucken, wie viel die bringen. Wow, mittlerweile nicht mehr so viel. Ich dachte dann irgendwie so, es gab halt Teile, die haben wirklich mal so, so immer so ein bis zwei Level gegeben. Ich hatte gehofft, dass sie auch so sind, aber naja. So, dadurch konnten wir jetzt quasi alles hier aufbauen. Die Reprocessor produzieren eigentlich nur aus Cobblestone. Hier unten sind so ein paar, vier Stück von den Teilen aufgebaut. Die jagen immer wieder Cobblestone durch, dass wir eigentlich Scrap produzieren, aber das hat sich jetzt alles schon erledigt. Das ist im Grunde genommen so von meinem bisherigen Wissensstand alles, was wir für Industrial Contraptions brauchen. Eine Sache müssen wir jetzt noch automatisieren, die habe ich nämlich noch nicht gemacht, die können wir jetzt gemeinsam machen. Denn wir brauchen für den Philosopher's Fuel, wenn ich das richtig schreiben könnte, brauchen wir einen Nuclear Reactor und eine Quad Uranium Fuel Rod. Ich packe das jetzt erstmal hier rüber. So, fangen wir mit dem Nuclear Reactor an. Machen wir einmal Rezepte für fertig. Einmal das Grundrezept. Wir brauchen Basic Generator, das haben wir. Einen Iridium Circuit haben wir. Und diese Nuclear Reactor Chambers. Da machen wir einmal ganz oft so. Davon haben wir jetzt nur die Advanced Machine Blöcke. Wir brauchen Reactor Plating. Das sollte jetzt nicht wirklich das Thema sein. Ich glaube, LED Plates muss ich noch machen. Aber das kriegen wir auch hin. Das ist eigentlich auch nur LED wieder im Dingens drin. Dann brauchen wir für die Reactor Chambers die Reactor Platings, haben wir diese Dense Copper Plates. Das können wir eigentlich auch einmal machen. Ich glaube, kann ich Copper schon machen? Copper Plates? Oh, die haben sogar doch schon drin. Gut. Dann haben wir quasi. Das war der größte Fehler, den ich hätte je machen können. Dann fügen wir jetzt einfach nur noch einmal beim Roader einfach mal komplett runter. Erstmal hier die Rezepte ein. So. Und beim Roader kommt das rein. Was ich bisher nicht verstanden habe, dieses Pattern Terminal. Ich habe absolut keine Ahnung, was es ist. Ich habe einmal alles ausgeschaltet. Es wird irgendwo angezeigt, aber ich habe keine Ahnung, wo es ist. Wir schauen jetzt einfach mal, ob der Reaktor gecraftet werden kann. So, Nuclear Reactor, einen. Sieht gut aus. Gut, dann lassen wir das einmal durchlaufen und schauen einmal nach. Und da ist der Nuclear Reactor auch schon fertig. Und natürlich hat das eben jetzt noch nicht funktioniert, habe ich immer mit kaputt, um zu realisieren, weil, naja, das Rezept immer noch läuft. Und den ich der Induction Smelter hier barrikadiert, weil ich glaube, das ist der. Ne, der hier. Ja, ich wollte eigentlich gucken, dass ich die Rezepte einfach so doppelt drin habe. Also wollte ich nicht mal einen extra Induction Smelter aufbauen, weil ich noch was für einen Fluid Encapsulator gebraucht hatte, aber naja. Also, Nuclear Reactor funktioniert. Nice. Hier müssen wir jetzt einfach nur noch das nächste Rezept anschauen. Der Quad Uranium Fuel Rod. Wir schauen uns das jetzt einmal zusammen an. Erstes Rezept sieht so aus. So, die Dense Copper Plates haben wir. Wir brauchen aber die Dual Uranium Fuel Rods noch. Fuel Rods noch. Jetzt brauchen wir die Uranium Fuel Rods noch. Hierfür brauchen wir einen Uranium Dust und eine Fluid Cell. Blub. Und wir brauchen noch ein Rezept für Uranium Dust. Das machen wir jetzt einfach mal so ganz blöd so. Das ist eigentlich auch schon die ganze Magie dahinter. So, die Canning Machine kriegt dann jetzt erst einmal das hier rein. Wir brauchen den Macerator. Der kriegt das hier. Und einmal ganz am Ende unserer langen Automatisierungsliste kommen dann hier die Dual Fuel Uranium Fuel Rods rein und die Quad Uranium. Schauen wir doch mal, ob das klappt. Das sollte jetzt eigentlich relativ schnell gehen. Im Grunde genommen einfach nur warten, bis das Kupfer durch ist und hier fehlt noch ein Import. Ich habe doch noch die Ejector Upgrades. Machen wir einfach mal so.
Und wir haben bestimmt auch noch Overclocker. Nein, aber ich mache nochmal 8. Die gehen relativ schnell. Und die kommen jetzt hier rein. Und die Quantumanium Fuel Rod ist auch fertig. Damit dürften wir eigentlich auch schon alle zusammen haben. Für Philosophers Fuel. Probieren wir es doch einfach mal. Antimatter. Wo brauchen die Antimatter? Oh, da brauche ich Antimatter. Gut. Dann müssen wir auf jeden Fall mal gucken, dass wir in einer der nächsten Folgen den Reaktor aufbauen. Aber wir nehmen ein relativ gutes Tempo auf. Solar Panel braucht immer noch ein bisschen, woran scheitert das gerade? Elektrom und Invar. Aber gut. Ich würde sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, bitte auf den Abonnieren-Button drücken. Würde mir sehr, sehr weiterhelfen. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend, was auch immer. Bis dahin. Tschüss.